ich bin Künstler geworden, weil ich quasi meine künstlerische Ader entdeckt habe in mir. Ja, Berufung quasi. Das ist eigentlich etwas, was mein Leben komplett verändert hat. Es gibt Tage, wo quasi Politik machen oder mit der Kunst, indem sie schockieren. Das ist nicht mein Ziel, sondern ich will Schönheit und Harmonie und ästhetisch befriedigende Sachen machen. Da haben Träumer ein Diktum rausgelassen und gesagt, Kaktum non est pictum. Und das heisst mit anderen Worten, dass was hässlich ist, soll man eigentlich nicht malen, sondern die schöne Seite vom Leben oder von der Welt. Meine zweitälteste Schwester war an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Für den Geburtstag hat sie mir einmal einen Filzstift geschenkt. Und mit dem Filzstift habe ich tatsächlich Landschaften gezeichnet und so. Aber das Zeichnen hat sich dann nicht mehr weiterentwickelt in dem Sinn. Und dann habe ich mich eingeschrieben, zum Studieren, aufstudieren. Das habe ich dann ziemlich rasch gemacht. Während dem Studium habe ich praktisch überhaupt nicht gezeichnet. Weil das ist erst viel später dann vorgekommen, als ich dann quasi eine gewisse Lebensreife hatte, nach 50, als ich mein Leben wieder neu überdenkt habe. Dann hat es plötzlich einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, ja halt, jetzt tue ich quasi voll aufopfern für diesen Beruf. Ich habe gemerkt, ich bin auch unter Druck. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mir einen gewissen Freiraum schaffen, oder? Und das habe ich mir geschafft, indem ich über den Mittag habe ich mich bewegt. Das hat mir so wahnsinnig gut getan, oder? Dass ich gemerkt habe, meine Aktivität, auch intellektuell und so, ist viel besser geworden. Ich merkte, das ist eigentlich die Lösung, weil ich kann nicht jetzt einfach weitermachen, wie verrückt büffeln und mich kaputt machen. Und dann habe ich einen Ausstieg gesehen im Strohhof in der Stadt Zürich. Fantastische Aquarelle. Und dann gefunden, ja, das ist noch lustig, aber Aquarelle sind sehr schwierig zu machen, oder? Erstens ist es auch vom Material her ist es heikel und du musst ganz schnell arbeiten. Das Aquarell habe ich dann mit der Zeit einmal abgelöst. Und dann bin ich eigentlich schlussendlich bei der Dekalackfarbe gefahren. Gelandet. Und das sind die, die mir dann am besten gefallen haben. Ich male jetzt seit dem, wann habe ich angefangen? Ziemlich genau im 82. Die Landschaften, das habe ich dann einige Jahre habe ich die gemalt. Und im 89 ist das gewesen, wo die Mauer in Berlin gefallen ist. Ist bei mir auch plötzlich irgendetwas eingebrochen und dann von jetzt habe ich es eigentlich gesehen mit den Landschaften. Jetzt wollte ich mal etwas Neues probieren. Und dann gesehen, von jetzt an nur mehr abstrakt. Und das hat mich fasziniert, die Möglichkeit, die man hat mit der Abstraktion. Für meinen Beruf war meine Kunst eine Bereicherung gewesen, weil es ist eine Ergänzung zu meiner intellektuelle Tätigkeit und die Möglichkeit, die Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Ich stehe vor einer leeren Leinwand oder vor einer Vorhängsplatte und fange an, etwas zu malen. Was ich empfinde, was ich spüre, was ich erlebe, kann ich quasi, das ist wie eine Fotografie, statt ein Foto mache ich ein Bild. Wenn ich das Bild male, bin ich voll konzentriert. Und am Schluss kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, ist jetzt das Bild fertig oder ist es nicht fertig? Dann muss man es anschauen und dann, ja, jetzt kann man es eigentlich auch, oder? Aber das ist immer ein sehr schwieriger Moment. Und dann, wenn es mal fertig ist, muss ich sagen, dann ist man eigentlich, ja, dann ist man happy. Mir sagt das nicht so, dass wenn du jetzt mal deinen Stil gefunden hast, dass du das dann durchziehst, das ganze Leben lang. Das ist mir zu langweilig. Ich suche auch, mich selber zu entwickeln. Es ist ein Netz von Techniken. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt eine Technik, oder, wo ich jetzt nur das mache, sondern es ist eine Kombination. Aber es ist alles in search of abstraction. Das Haus habe ich gebaut, weil ich etwas gesucht habe, wo ich alle meine künstlerischen Tätigkeiten realisieren kann. Das heißt,
malen, ausstellen und essen und schlafen. Dann kann ich aber auch noch in dem gleichen Haus kann ich auch meine Sachen aufbewahren. Ich brauche sehr viel Bewegung. Jeden Tag brauche ich mindestens eine Stunde. Wenn ich mit dem Velo ins Küss nach der Doppelgon hier drauf fahre, das ist so etwas von schön. Ich lasse mich dann immer faszinieren von etwas, quasi aktuell ist, wie zum Beispiel der Code, den du scannen kannst. Oder meine Söhne waren in Asien beruflich tätig und ich habe sie besucht. Und bei dieser Gelegenheit habe ich Maler entdeckt, die sich spezialisiert haben auf Kalligrafie. Ich habe dann das aufgenommen und habe dann meine Kalligrafie nach mir eigentlich entwickelt. Oder viele haben gefunden, ja, du, wieso machst du eigentlich keine Skulptur? Das kann ich probieren. Und dann habe ich, das hat mich eigentlich immer aufgeregt im Haus, das ganze Haus war voll von alten Schachteln. Ich habe gefunden, das musst du eigentlich wiederverwenden, oder? Dann habe ich die Schachteln genommen, oder? Aufeinander biegen oder in ein Amt zusammengeklebt und so. Und dann habe ich eine Skulptur daraus gemacht. Eine Skulptur ist eine Dekoration für eine Möblierung von einem Raum. Ein Raum ohne Skulptur oder ohne Kunst ist irgendwie tot. Ganz, ganz früh, Anfang der 90er Jahre, hatte ich einmal einen IBM-Computer, aber ich habe ihn eigentlich in die Ecke geworfen, weil ich bin einfach nicht schlagen. Aber im Moment, als ich mein Geschäft aufgehe, habe ich etwas gesucht, das ich das inventarisieren kann. Und da bin ich natürlich dann auf den Computer gestoßen und habe Photoshop oder Illustrator entdeckt. Und man kann künstlerisch tätig sein. Und in dem Sinn habe ich dann auch angefangen mit den Aufnahmen, Fotos, die ich früher gemacht habe, dass ich die verarbeitet habe nach der neuen Technik, die ich dann FFP genannt habe, Filtered Photographs Painted. Und das mache ich heute noch. Du kannst nicht hören auf das, was die anderen sagen. Ich muss ja selber mal zufrieden sein. Ich muss happy sein dabei und das bin ich. Und dann ist das abgeschlossen. Dann kommen wir zum nächsten.